Das ist eine Schöpfung von Gott. Also in diesem Fall sind die guten und die schlechten Dinge beide akzeptabel. Du sagst, das ist eine Schöpfung von Gott. Dann könnte man fragen, wer hat dann Gott erschaffen? Was sagst du dann? Das wissen wir nicht. Ah, da ist Unwissenheit. In Wirklichkeit wurde die Welt überhaupt nicht von Gott erschaffen. Die Welt selbst ist das Rätsel. Und es sind nur sich bedingende Umstände. Gott hat diese Welt keineswegs zu einem Rätsel gemacht. Und er hat keine guten oder schlechten Dinge geschaffen. Denn, sieh, in dieser Welt gibt es ewige Elemente. Es gibt 6 ewige Elemente, und von diesen 6 ewigen Elementen ist eines die reine Seele. Und wenn die Seele den vollständigen Zustand erlangt, ist sie Gott. Also, Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Aber dadurch, dass die 6 ewigen Elemente einander umkreisen, entstehen die Erscheinungsformen der ewigen Elemente. Und wir sehen die Erscheinungsformen der ewigen Elemente. Aber die Elemente sind permanent und die Erscheinungsformen sind vorübergehend. Also sehen wir das ganze Universum, die gesamte Welt, als die Erscheinungsformen der 6 ewigen Elemente. Verstehst du das? Danke.